Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Johanna Jülich, heute mal live auf meiner Facebook-Seite. Ja, immer mal was Neues. Wie habe ich das Video genannt? Wir sind fast alle mit zwei ganz, ganz wunderbaren Werkzeugen gesegnet. Und vielleicht ahnt der eine oder andere schon, welche Werkzeuge ich meine. Fast jeder Mensch hat die. Und wir können sie zu ganz, ganz vielen verschiedenen wunderbaren Dingen gebrauchen. Wovon spreche ich denn hier? Eins, zwei. Hände. Mit unseren Händen können wir so unsäglich viele wunderbare Dinge machen. Ne? Ich kann jetzt zum Beispiel hier meine Hände verwenden, um so ein bisschen zu unterstreichen, was ich sagen will. Ich bin so der wilde Gestikulierer oft. Ja, es kommt einfach alles viel besser rüber, wenn wir die Hände dazu verwenden. Ne? Aber es ist nur eine Sache, die wir mit den Händen machen können. Ne? Wir können Werkzeuge noch zusätzlich in unseren Händen halten. Einen Hammer, eine Säge, einen Akkuschrauber, was auch immer. Ne? Messer und Gabel, wenn wir essen wollen. Ne? Das ist ja alles gar nicht selbstverständlich. Und wie dankbar sind wir dafür, dass wir Hände haben? Meistens überhaupt nicht. Ne? Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt Menschen, die haben keine Hände. Und auch die meistern oft ihr Leben ganz wunderbar. Da muss ich gerade mal meinen nicht vorhandenen Hut abnehmen vor solchen Leuten. Ne? So, wir sind so oft am Jammern und dabei haben wir so was Wundervolles wie Hände. Ist es nicht genial? So, und für alles, was dieses Jammern auslöst, nämlich diese ganzen komischen Ansichten, die wir in unserem Kopf abgespeichert haben, dass es uns schlecht geht, dass wir nicht gut genug sind, dass wir auf irgendeine Art und Weise nicht passend sind, für uns selber, nicht passend für andere, nicht passend für das, was wir eigentlich tun wollen und mit allem, was wir uns da versagen oder uns unnötig selber in Stress versetzen. Auch da sind diese beiden hier absolut wunderwirkend, denn wir können diese beiden Hände dazu verwenden, 32 Punkte an unserem Kopf ganz, ganz sanft mit unseren Händen zu berühren. Diese Punkte sind überall am Kopf verteilt, man nennt sie die Access Bars. Und was ganz, ganz faszinierend ist, dass in diesen Gehirnarealen unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Emotionen verarbeitet werden, die wir in unterschiedlichen Lebensbereichen oder zu unterschiedlichen Lebensbereichen haben. Und diese Punkte sind eben auch unterschiedlichen Lebensbereichen zugeordnet. Und was jetzt passiert, wenn wir da unsere Finger drauf halten, das ist, dass das Gehirn überschüssige Ladung nach außen abgeben kann, die im Gehirn entsteht, wenn uns irgendwas antriggert zum Beispiel. Ne? Du hast irgendeine bestimmte Ansicht darüber, wie man sich verhalten sollte und jetzt verhält sich jemand komplett anders. Und du regst dich darüber auf, dann arbeitet dein Gehirn hochfrequent. Ne? Oder du willst irgendwas tun, hast aber in deiner Kindheit den Leuten abgekauft, dass du dafür zu dumm bist, dass du dafür zu klein bist, dass du einfach die Fähigkeiten dazu nicht hast. Und leider sind wir alle so besonders schlau und wiederholen alles immer ständig, was man uns irgendwann mal gesagt hat und halten es für wahr. Obwohl wir vom Verstand ja eigentlich wissen, dass es nicht wahr ist. Ne? Aber wir funktionieren halt zu 95% aus dem Unterbewusstsein raus. Und da laufen diese alten Programme immer und immer wieder ab. Und es verursacht einfach ganz, ganz oft einen massiven Stress in unserem Hirnkastel. Ne? Dann arbeitet das Ding hochfrequent, im Extremfall sogar so hochfrequent, dass dieses Gedankenkarussell dreht und dreht und dreht und dreht. Und wir überhaupt keine klaren Gedanken mehr fassen können und ganz, ganz oft dann eben auch uns abends ins Bett legen und einfach nur noch unsere Ruhe wollen und wir können nicht mal schlafen, weil dieses Gedankenzeugs einfach weiterläuft. Und das macht oft überhaupt keinen Spaß. So, die gute Nachricht ist, Hand 1 und Hand 2 an die Basispunkte gehalten, veranlassen das Gehirn, diese ganze Ladung nach außen abzugeben. Das Gehirn fährt in einen sehr, sehr tiefen Ruhezustand runter und du kommst einfach innerlich wieder zur Ruhe. Du kannst wieder klare Gedanken fassen, du wirst ruhiger, du wirst gelassener und
das Ganze natürlich nicht nur in so einer Bars-Session, sondern je öfterst du die Bars empfängst, je öfterst du jemanden seine Finger an deinen Kopf halten lässt, an diese spezifischen Punkte, umso ruhiger, umso gelassener wirst du insgesamt mit deinem Leben. Und wenn du ruhiger bist, wenn du gelassener bist und dadurch klarer in der Birne, siehst du auch viel, viel mehr Möglichkeiten, wie dein Leben sich positiv verändern lässt. Und du traust dir mehr zu, diese Möglichkeiten auch tatsächlich zu ergreifen und neue Dinge für dein Leben zu wählen, die es einfach schöner machen, die es selbstbestimmter machen, die es angenehmer machen. Dein Handlungsspielraum erweitert sich ständig. Das sage ich einfach aus eigener Erfahrung und ich kenne ganz, ganz viele andere Leute, bei denen sich das genauso ausgewirkt hat. Und deshalb bin ich absolut begeisterter Access Bars Facilitator und teile das in meinen Kursen unglaublich gern mit anderen Menschen. Denn ich bin einfach der Auffassung, je mehr Leute diese Access Bars kennen und für sich nutzen, je mehr Leute auf dieser Welt ruhig sind und gelassen sind und mehr Lebensfreude und mehr Handlungsspielraum für sich erleben, umso friedvoller, umso freundlicher und umso schöner können wir die Welt für uns alle gestalten. Und das ist doch was, was sich wirklich lohnt, zunächst mal deine eigene Welt positiv zu verändern und damit auch eine Auswirkung zu sein für die ganze Welt. So, ja, ich möchte dich einfach ganz, ganz herzlich einladen, mal so einen Access-Bars-Kurs bei mir zu besuchen. Falls du das zunächst mal kennenlernen möchtest, kannst du natürlich auch einfach mal eine Schnuppersession bei mir buchen. Halbe Stunde, 15 Euro. Und ja, das natürlich nur, wenn du das erstmalig ausprobieren willst. Ne? Ansonsten kostet so eine Session natürlich ein bisschen mehr, weil der Effekt, den du davon hast, der ist einfach riesig. Und ich empfehle wirklich jedem, das selber zu lernen und sich regelmäßig mit anderen auszutauschen. Denn wenn man die Bars regelmäßig empfängt, man wird so ruhig, man wird so gelassen. Und es ist einfach wunderschön. Das Leben verändert sich so positiv dadurch. Das möchte ich einfach mit jedem teilen und deshalb gerne so viele Menschen wie möglich zu den Access Bars Kursen einladen. Ich poste jetzt gleich unter dieses Video einen Link, wo ich nochmal in dem Video genau erkläre, was sind eigentlich die Access Bars, was passiert da, wie funktionieren die und was ist der ganz, ganz große Nutzen, den man für sein Leben davon haben kann. Und auf der gleichen Seite findest du auch Links zu den nächsten Kursterminen, wo du dich anmelden kannst, falls du das für dein Leben auch haben möchtest und einfach für dich und deine Freunde, deine Bekannten, dein Umfeld nutzen möchtest, um für diese Leute das Leben einfach schöner, angenehmer und ja, selbstbestimmter machen zu können. Ganz, ganz liebe Grüße von mir, deine Johanna Jülich. Tschüss.